Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Jahre 2205. Und ja, die letzten beiden Folgen haben wir uns ja unserer ersten Welt gewidmet, wo wir noch ein bisschen aufgeräumt haben, unsere Bilanz ein bisschen verbessert haben. Und ich habe ja gesagt, ich mache jetzt mal was anderes. Und da habe ich beschlossen, dass wir, dadurch, dass wir jetzt eigentlich eine relativ gute Bilanz haben im Moment, erstmal das Ganze nutzen könnten und sozusagen eine Mission machen könnten, denn in der Mission verdienen wir ja weiter Geld. Nach den Kampfdaten, die ich erhalten habe, hast du eine reelle Chance. Oh, auf Experte. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich das will. Was haben wir hier? Mittel, um damit umzugehen. Bei ihnen könnte es anders aussehen. Also ich glaube, wir kennen beide schon. Interessant. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Eigentlich materialtechnisch brauchen wir am ehesten... Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. Genau, am ehesten das da. Und ich würde sagen, das wird ziemlich schwer. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Probieren wir es einfach mal auf die Gefahr hin, dass wir das verlieren werden. Ja, ja, ja. Da sind sie ja. Und keine Minute zu früh. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Warum? Wir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. Warum ist das schon wieder so eine Hardcore-Mission, Mann? Alle zum Einsatz! So. Boah. Energie auf Schilde umgeleitet. Feuer frei. In die Rettungsboote. Was zur Hölle? In die Rettungsboote. Wir werden angegriffen. Eine Katastrophe. Ich muss sofort die Siedlungen in der... Unsere Hoffnungen waren vergebens. Aber solange noch Schnee auf den Gletschern liegt, werden wir zurückkommen, um den Kampf fortzuführen. Fickt euch, Mann. Alter, was ist denn das? Ich komme nicht mal dort aus der Bucht raus. Ich meine, ich habe ja nicht mal die Chance, irgendwie dort was zu farmen oder sowas. Ich meine, ich habe ja am Anfang nichts. Hä? Wie soll... Fickt euch, ganz ehrlich. Okay, dann halt nicht. Ich möchte hier nochmal schauen. Denn wir brauchen ja Neuroimplantate. Ob wir hier noch ein bisschen was machen können. Seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ich habe da ein paar gut bezahlte Aufträge für dich. Der Herr Jorgensen. So, schauen wir mal. Brauchen Neuroimplantate. Wir haben sogar noch ein bisschen was im Positiven. Moment, wie viel brauchen wir denn überhaupt? Ah, Mann, Entschuldigung. So. Sortiere Daten. Brauchen allerdings noch mehr. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, okay. Wenig Vitamindrinks? Was? So, schauen wir mal. Neuroimplantate. Das war das hier, ne? Genau. So. God damn it. Ja, ja, wir machen das ja gleich wieder besser.
Was können wir hier eigentlich noch bauen? Energiewartung minus 10%. Ja, das möchte ich eigentlich mal bauen. Das bringt uns relativ viel Energie. Okay. So. Denn das kostet ja richtig viel Energie hier, ne? 312 immer noch, nachdem wir die gebaut haben. Gut, jetzt haben wir allerdings hier negativ an Molybdän. Molybdän war... Nein. Wo war Molybdän? Hier? Wo war denn Molybdän? Da. Genau. Alter Schwede. Holy, holy. Das nenne ich mal eine Mine, ne? Gut. Ansonsten bräuchten wir dann eigentlich hier die Stimulantien. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Die da. Wollen wir die jetzt gleich mal bauen noch? Komm schon. Eigentlich müsste man das mal kurz umsetzen. Aber wohin? Wie sieht das hier aus? Ja, schon alleine hier ist deutlich besser. Okay. Dann hätten wir das schon mal geklärt. So, wir produzieren jetzt Tiefseekorallen und wir brauchen jetzt hier Stimulantien Tiefseekorallen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Baue ich hier einfach mal hin. So, okay, wir brauchen allerdings noch ein bisschen sehr viel mehr. Alles installiert. Probier's aus. Sehr schön. Okay. So. Ich würde sagen, das bringt ja kaum Wärme, Mann. Minus 5 sind wir im Moment. Okay. Neue Gebäude. Neue Gebäude. Was haben wir denn für neue Gebäude? Komm schon. Hä? Wo haben wir denn neue Gebäude? Vielleicht auf einer anderen Insel vielleicht. Okay. Ich würde sagen, hier haben wir schon mal ganz schön gut noch was gemacht. Dann würde ich gerne mal meine Route hier anschauen. So. Verarbeite Informationen. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Sehr schön. So.
Dann würde ich gerne mal kurz schauen, wo ist denn mein Fahrzeug? Da. Wir können uns ja mal nebenbei noch so ein bisschen um diese Mission kümmern. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir hatten etwas mit... Vitamindrinks sind doch positiv. Was habt ihr denn? Verjüngungskuren sind negativ. Das ist nicht so toll. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Gut. Ja, dann... Schauen wir mal, ob wir uns da noch ein bisschen mehr drum kümmern können hier. So ein kleines bisschen zumindest. So. Oh, die sind so groß, Mann. So. Sehr schön, jetzt sind wir hier wieder positiv. Das freut mich. Wasser haben wir ein Problem. Tja. Dann bauen wir eben noch eine, ne? So. Ganz kurz mal schauen, wie groß sind die eigentlich? Okay, wir könnten da sozusagen noch eine Reihe bauen, wenn wir wollen, an Häusern. Gut, ansonsten sind wir jetzt erstmal mit allen Sachen hier positiv. Das ist wunderschön. Das ist wirklich wunderschön. Dann würde ich noch mal ein bisschen hier... upgraden. Oh, Firmenstufe. Wettbewerbsvorsprung ausgebaut. Boah, wie viel wir hier erweitern können noch. Du willst nochmal die Details? Aktualisierst du überhaupt deine Cloud? Nope. Gut, aber... Oh, unsere Bilanz. Okay. Wir müssen dringend ein bisschen was upgraden. So, okay, dann fangen wir mal an. So. So. Was bist du denn hier? Die Luxus-Dingens? Okay. Mist, das können wir hier noch. Einer geht noch. So. Sind wir sojatechnisch wieder positiv. Okay. Fleisch auch. Wein nicht. Wein müssen wir noch ein bisschen was tun. So, und dann brauchen wir hier noch mehr. So, okay. Brauchen noch mehr Wein. So, zack. Gut. Mache ich gleich weiter. Mache ich gleich weiter. Wo haben wir denn Reisfabrik eigentlich? Ach hier, das waren die. Okay, stimmt. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay.
Wasser können wir gerade mal hier drüben noch machen. So. Vitamindrinks, schon wieder. Die hatten wir jetzt hier drüber, hier rüber verlegt, ne? Ja, stimmt. Ah, Mist, und die sind schon voll ausgebaut vor allem. Das ist ja wirklich ungünstig. Okay, das ist ja wirklich ungünstig. Dann müssen wir das halt, ja, besser regeln. So. Wo war denn das? War das hier erst? Ja. Okay. So. Ich glaube, wir hätten sogar noch welche gehabt drüben. Bin mir gerade nicht sicher. Ja, hätten wir. Na gut, egal. Ich kann die ja mal mit rübernehmen. Gut. Ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, immer noch leicht im Negativen, ne? Ja. Ich würde hier auch mal noch ein kleines bisschen ins Positive lieber gehen, denn ich würde lieber noch mehr haben irgendwann. Ob jetzt direkt bald, weiß ich nicht. So. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wie sieht es denn hier aus? Elektrizität 75. Wollen wir noch ein paar Akkumulatoren bauen? Komm, wir haben noch genug Geld. So, und hier auch. So. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen weniger Stromverbrauch. Zu sagen. Auch wenn es wirklich nicht viel ist. So, Reis muss... auch schon ausgebaut. Okay. Dann ist das so. Muss mal hier das alte Straßennetz ein bisschen vernichten. Halt, da haben wir doch bestimmt auch noch welche hier. Jetzt verwenden wir doch mal hier noch unsere Vorräte. So. So, das reicht eigentlich schon, um positiv zu sein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir mit dem hier noch positiv werden. 300 Strom verbraucht er hier. Da bauen wir auch nochmal einen hin. Das lohnt sich ja dann hier sogar ein bisschen mehr. So, Fleisch ist sogar noch positiv. Ne, wir haben noch gar keinen okay. Moment. So. Oh, Energieunterversorgung. 375 Energie, boah. Gut, dann machen wir mal hier weiter kurz. So. Bestätigt. Ach, wir hatten das gar nicht angebracht. Wir hatten das schon angebracht, meine ich. So, okay. Bestätigt. Was soll ich denn jetzt machen? Ach so, hier, okay. Bestätigt. Schön, wenn da unser Schiff drinne steht. Warum brauchen wir denn unser Schiff, wenn das eh gerade alles die Drohne macht? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich verstehe. Der zielgerichtete Typ. Ja. Treten Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Wir brauchen mehr Logistik. Okay.
Logistik brauchen wir immer, genau. Hier sind die Logistikkosten auch echt niedrig. Wo haben wir denn noch sehr hohe Logistik? Hier hinten haben wir auch ein Logistikzentrum, okay. Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei... Ich glaube, das ist eine neue Mission. Mach mal vielleicht das nächste Mal. Ja, eigentlich haben wir überall relativ hohe, sage ich jetzt mal. Ja gut, dann baue ich einfach irgendwo noch ein paar, ne? Also ich weiß gerade nicht, wo ich ansonsten... Hier, der ist mit 6. Ist das hoch? Nehmen Sie Platz. Wir müssen Ihren Anteil an dieser Unternehmung diskutieren. Eine Ab... Die Logistik-Streams lassen darauf schließen, dass da... Hey! Okay, was willst du hier? Zerstören Sie Charter Watch. Überwacht mit der Drohne. Okay. Okay. Machen wir das mal und wir kümmern uns dabei um den Logistiküberschuss. Hier hinten 8 Logistik, 6 Logistik. Das ist doch eine Menge. Wie groß ist denn so ein Logistikgebäude? Ziemlich groß, okay. Wenn ich die hier mal kurz sozusagen wegstelle und ich hier noch ein Logistikgebäude baue, dann haben wir schon einen ziemlich großen Überschuss. Wie viel brauchen wir insgesamt? Hä, 145? Wir haben doch aber nur 75. Was ist das denn hier? Volle Kraft voraus. Na gut, schauen wir mal. Na gut, wenn wir jetzt einfach halt auf einen positiven Wert kommen müssen, dann baue ich hier einfach mal noch ein Transportzentrum hin, so. Damit haben wir jetzt 99. Wie viel sagt sie es? Wir haben 173. So. Bestätigt. Zurück, 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 zurück. Okay, wir müssen das jetzt da irgendwie zerstören. Sind unterwegs. Ja, wenig Energie ist okay. Ich kümmere mich gleich drum. Im Gange. So, und jetzt bum bum bum, schnell. Komm schon. Verstanden. Ibarra Foxconn, ein großer Name in der Roboter- und Biocomputertechnik. Und jetzt kennt man dort auch ihr Unternehmen. So, okay. Das ist, glaube ich, hier schon der nächste, ne? Volle Kraft komm schon, voraus. Komm schon, komm schon. Wo ist das nächste da oben? Koordinaten bestätigt. Okay.
Das ist echt interessant. Im Gange. So, komm schon. Sind unterwegs. So. Haben wir? Sehr gut. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Sind unterwegs. Sehr gut. Koordinaten bestätigt. Wir brauchen mehr Produktivität, dann tun wir das doch einfach mal. Halt, nein. War das aktiv? Ja, das war schon aktiv. Okay. Okay, können wir das noch weiter ausbauen? Sehen Sie, jetzt funktioniert's. Sehr gut. Wie geht's eigentlich dem Produktionsüberschuss? 173 hat man gesagt. Okay. Ja, gut. ...175... heißt noch eins. Tum, 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 tum. Gut, dann müssen wir jetzt sozusagen mal warten, dann haben wir wieder ganz, ganz viel Gratis-Energie, oder? Ist sie eigentlich gratis? Hydroelektrisches Kraftwerk. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gratis ist, das weiß ich gerade gar nicht. Gut. Aber ich habe schon wieder viel zu lange gemacht. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Brauche ich wieder so ewig zum Hochladen. Aber ich finde, wir haben ganz schön was geschafft, auch wenn wir wieder uns hier hauptsächlich an dieser Stadt gütlich getan haben. Wir haben doch eine Menge Geld verdient und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich mir diese eine Mission anschaue, die vermutlich sogar eine neue Mission ist. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Kann man das nicht noch abschließen? Du bist zur richtigen Zeit am richtigen. Achso, nee, das ist ein neues. Suchst du Arbeit? Das dürfte einiges erleichtern. Ganz kurz. Das will ich jetzt noch abschließen, so. Und unser Vertrauen in Sie hat sich als gerechtfertigt erwiesen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Siemens ist der weltgrößte Lebensmittellieferant. Mit dieser Firma werden Sie in Zukunft gewiss häufiger zu tun bekommen. Ist noch alles im grünen Bereich? Ja, immer so viel reden, ne? Gut, dann jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.